Mistkerle haben die Tür versperrt. Na, dann müssen wir uns wohl freikämpfen. Erstmal hier die Punkte sammeln. So, okay, wie gehe ich jetzt vor? Die Lage checken. Aber ich glaube, das ist mein Lieblingslevel. Weil das Level ist mit dem Turm. Ich liebe diesen Turm. Ach da! Okay. Uah. Genau, wir müssen jetzt in den Turm rein, dass wir hier das Pfeil kriegen. Und hier ist er, der Turm. Ach, schön. Potzblitz, Raymond, das ist unglaublich. Hast du gesehen, wie hoch der Turm ist? Man sieht von hier aus, dass sie noch nicht einmal einen Aufzug eingebaut haben. Ich hasse Treppensteigen. Ich liebe Treppensteigen, besonders bei diesem Turm hier. Beziehungsweise nur bei diesem Turm hier. Sonst nehmen wir auch immer einen Aufzug. Oh Gott, nein. Nicht du. Jo, dann ist hier so eine Wasserstelle. Oh Gott. Ja. Okay, man kann den auch mit dem Dritten besiegen. Tut halt ein bisschen weh. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier in diesen Abgrund gefallen und müssen wieder hoch. Aber hier gibt es einiges an Punkte da unten. Ja, Globox macht hier wieder einen auf Säufer. Lassen wir den saufen. Sammeln wir währenddessen das hier ein. Der macht jetzt wahrscheinlich einen Weg nach oben für uns. Oh Gott, carry the plump. Okay. Oh Gott, hier ist Wasser. Wasser. Wasser! Okay, wir müssen die Pflaume hier hin kriegen. Das heißt, wir brauchen erstmal was Grünes, dass wir diese Plattform hier absenken können. Ist hier irgendwas Grünes? Da ist noch so ein Skarabäus an der Wand. Hier etwa. Ach, okay, ist zu weit weg. Alles klar. Ja, bei ihm ist alles klar. Den willst du nur nicht zugeben. So, da hinten ist ein, Käfig, seht ihr das? Moment, ich habe hier gleich gelöst diese Probleme. Nur ich muss ihn hoch nochmal gehen. Einsammeln diese Käfige. Ja. Dong. Boing. So, wo ist der Käfig? Ich hab den Käfig gerade gesehen. Oh, oh! Das erleichtert. Erschreckt mich noch nicht so. Wahnsinniger. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da drüben war ja eine grüne Suppe. Und ich brauche diese Suppe für da unten. Oh, okay, wir haben hier keine grüne Suppe. Wir haben hier keine grüne Suppe. Hier an diesem Ort. Das heißt, ich muss eher erstmal zurückgehen. Und Globox kommt mit mir. Ja, hier gibt es viele Diamanten, die hole ich mir gleich. Aber erstmal will ich hier unten schauen. Wie wir da am besten weiter kommen.
Auf jeden Fall brauchen wir da was Grünes. Oh, Super Speed Modus. I failed. Hilfe. Wo kriegen wir das Grüne her? Gehen wir nochmal hoch. Wahrscheinlich ist die Lösung hier oben irgendwo. Okay, hier ist schon mal ein Käfig. Hier sind Spardosen. Naja, wir können ja später nochmal reinschauen. Wir kommen ja später eh nochmal her raus. Wir müssen eh zurück später. Warte, wer schreit da schon wieder Hilfe? Egal, ich darf nicht aus der Kombo rausgehen. Ich muss weitermachen. So. Gut, ich habe eine Idee. Nein, ich kann ihn nicht runterspringen. Vielleicht kann ich ja runterfallen und gleichzeitig so landen, dass ich dann quasi dahin kann, wo mich die Pflaume quasi hinführen will. Aber ich denke mal, das haben die Entwickler schon gedacht, dass man das machen könnte. Ja, nee. Nee, das funktioniert so nicht. Oh. Oh. Ah, passiert schon mal. Aber hier ist so ein Käfig. Vielleicht brauchen wir erstmal. Ach, gehen wir erstmal. Alter, wo kommst du denn her? Du warst doch gerade hinter mir. Der ist wie Super Saiyajin. Sofortige Teleportation gerade drauf. So, das ist der Turm. Und. Hier ist. Ah, genau, hier tun wir erstmal hier. Ach, schön. Einfach die Musik genießen. Ja, Hilfe. Hier, da hast du deine Hilfe. Gib mir mehr Leben. Ich muss los. Ich habe einen Termin bei der Wahrsagerin. Warte, da ist was Grünes. Okay, dann können wir jetzt hier. Nee, das ist was Blaues. Okay, dann ist das was Blaues. Das Grüne kriegen wir wahrscheinlich später. Schätze ich mal, keine Ahnung. So. Und. So, immer weiter, immer höher. Hilfe. Wer schreit da wieder um Hilfe? Ach, da oben, okay. Hilfe. Ja, ich hab dich schon gehört. Wir treffen uns unten. Okay. Immer schön mit dem Helikopter runter, sonst kriegen wir Schaden. Ja gut, theoretisch kann man sich auch fallen lassen kurz und dann kurz vorm Ende den Helikopter benutzen. Gut, da haben wir ja das Grüne. Au. So, Carry the Plum 2.0. Mm-hmm.
Bis die Pflaume von da drauf ist. Okay. Ach ja, rumalbern. Ist immer schön. Hilfe. So, da. Hier kommt Hilfe. Bitteschön. Okay, jetzt hat er das Ganze. Das hat er den Eingang des Turms in ein Portal oder sowas verwandelt. Schauen wir uns das mal an. Oh Gott, Gegner! Das ist eine Falle, ich wusste es. Oh Mann, neue Gegner. Gegner, die drei Geschosse abfeuern. Ja, das Spiel, das wird immer schwerer. So. Okay. Aber nicht zu schwer für mich. Das erste. Okay, hier ist, etwas Rotes, aber das hilft uns gerade nicht viel. Okay, ich nehme es zurück. Scheiße, wie ich mich hier blamier, aber gut, okay. Also, hier geht's hoch. Und so ein Ab... Ah! Oh. Error! Yeah! Ah! Okay. So, und jetzt müssen wir hier gescheit feuern, den Knopf drücke und offen. Hoffentlich sperren wir uns jetzt dadurch nicht ein, weil wer weiß, ob diese Türen auch wieder, ob die offen bleiben, versteht ihr? Ich hab Raymond getroffen. Ist das lustig. Okay. Alles klar. Hier geht's hoch. Ja, immer weiter höher. Okay, jetzt müssen wir hier springen, weil da irgend so einer seine Granaten wirft oder seine Mollys. So, jetzt sind wir wieder ganz oben. Och, und Geschütz ist auch noch. Na warte, dir werde ich zeigen, Spieleentwickler. So, es geht nicht, denen auch noch einen Schutz zu geben. Der uns die ganze Zeit hier disst mit seinen Granaten. So, hier. Okay. Und offen. Ihr seid frei. Jetzt, ja genau, jetzt entsorgen die sämtliche Gegner hier. An den Tor. Okay, jetzt müssen wir noch aus dem Turm raus. So, es ist bloß die Frage, wo geht's hier? Ja, dann gehen wir jetzt da lang. Die Musik ist weg. Wer hat die schöne Musik ausgemacht? Gut ist, hier geht's jetzt weiter. Und das finde ich so genial in diesem Level, dass dieser Turm hier wirklich gut in Szene gesetzt wird. Also. Und dass man auch wirklich die Fähigkeiten auch wirklich alle einsetzen muss in diesem Level. Also man hat hier wirklich mit allem hier, wird hier mit allem konfrontiert, was Fähigkeiten angeht. Und dieser Turm, der ist halt saugeil gemacht, so auch von optischen her. Und das macht es einfach zu meinem, ja, zu meinem Lieblingslevel. Jetzt bloß durch Frage, wo geht's jetzt weiter? Bloß schade, dass die Musik jetzt aus ist.
Geht's hier weiter? Nein. Warte mal kurz. Wo ist denn jetzt der? Also hier? Wie ist denn das? Ach, da geht's weiter. Mein Gott, okay. Als Kind konnte ich es in- und auswendig. Da habe ich dieses Level wirklich im Schlaf gemacht. Ohne im halb. Im, mit einer halben Gehirnhälfte habe ich das Level gespielt. Also die ganzen Level habe ich gespielt, ja. So, jetzt müssen wir hier diesen Schuh besiegen. nein. Ja. Zeig dich, Schuh! Der versteckt sich. Wo ist der jetzt hin? Kann man hier raus? Nein. Ah, da bist du. Hab dich. So. Bam. Oh, gut. Ja, standen die auch so dran, ne? Na, Mist. Ja, das ist schon ein Problem, wenn man das Spiel nur mit einem Viertel, einem Dreiviertel Bildschirm spielt. Okay. Das war's. Schon wieder hier. Das war's für den Turm. Ach ja. Ich liebe diesen Turm. Aber wir müssen weiter. Alter, was macht Globax für Geräusche? Och nee! Was bist du für einer? Um Gottes Willen. Ja! Okay, das ist irgend so ein neues Spielzeug. Den kann man, glaube ich, mit dem Roten hier besiegen. Ah ja, genau. Einfach muss man. Man muss nur seinen Panzer hochkriegen und dann ist er verwundbar. Globox, du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Ja, weil du im Weg stehst. Ey, komm. So. Globox, du bist so nervig. Jetzt hör mal auf. Du hast diesen epischen Bosskampf gestört. Schämst du dich nicht dafür? Ich nehme das mal als Nein. Mir ist ein bisschen schummelig. So, jetzt haben wir das, was wir wollen. Jetzt können wir hier den Schalter öffnen. Gut, und das war's. Mein Lieblingslevel vorbei. Neues Bonuslevel.